Das Gebäude von Minervino di Lecce hat ein wichtiges Erbe der megalithischen salentinischen Kultur. Ein Beispiel ist der Dolmen Liscusi auf der Straße, die Minervino mit Tugiano la Chiesa verbindet. 1867 von Mario Antonio Micalella herausgefunden, ist der Dolmen Liscusi unter den mexischen Dolmen Apulischer Halbinsel. Er ist ein der ersten Megalithen, die während der Bestandaufnahme zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in Italien studiert wurden. Die Deckfläche der Abschirmplatte hat ein Loch von 20 cm Durchmesser, das vermutlich eine alte kulturelle oder astronomische Funktion hatte. Kürzlich hat die gemeindliche Verwaltung von Minervino den kulturellen Park Dolmen Liscusi gegründet, um die Schutz- und Erschließungsmaßnahmen der Denkmäler mittels Beförderung interessanter touristischer Reiserouten, die innerhalb des sogenannten SACS Umwelt- und Kultursysteme salentinischer Treibhauses zu verbessern. Der Menhir Monticelli charakterisiert das megalithische Erbe von Minervino. Er liegt wenige Kilometer von gewohnten Gebieten entfernt. 1951 von Giuseppe Palumbo herausgefunden, ist der Monolith 2 Meter und 25 hoch, früher war er vermutlich größer als heute. In Cocumola kann man heute auf der Savoia Straße den Menhir Croce, das heißt Kreuz, bewundern, der einst im flachen Land war, wie der Leccese Cosimo De Giorgi in seiner Bestandaufnahme erinnert. Das Denkmal ist 3 Meter und 20 cm groß und hat eine Basis 63 cm breit. Die prächtigen Megalithen verzieren das Gebiet von Minervino. Erbe, das alte religiöse Ausrichtung des Salentos und die starke Verbindung mit der Natur und mit der Erde wachruft.